Ich brauche keine Muni mehr. So. Wow, hier ist es ja unglaublich. Da, das ist das Hauptterminal des Kommunikationsnetzes. Wir können es reaktivieren, wenn wir die Datenströme anpassen. Glaube ich. Jedenfalls in der Theorie. Mal kurz die Waffe gewechselt, um... hier, und er sagt schon, keine Munition verbrauchen von meinen Hauptwaffen. Verwechselt er doch. Das ist wieder online. Gehen wir zum Senderaum nach oben, um Ayakons Verteidigung wieder zu verbinden. Der Aufzug ist defekt. Wie kommen wir dort hoch? Wir könnten auch die Energon-Projektilkondensatoren verwenden. Das ist Schmidt. Menno. Legen wir los. Dann können wir die Decepticons mit voller Kraft zurückschlagen. Zum Senderaum kommen. Ich hätte fast gelesen, zum Sandmann kommen. Aha, du bleibst unten. Geh ja schnell also vor den Stuhl. Aua! Hat noch mal weh. So, bist du live? Ja, jetzt sind wirklich noch mehr. Geht das hier mal los? Na. Ja, Richard kommt nicht mit. Nee, war Spaß. Los, gib mal Gas. Strahlt. Ende ausgefahren, Abfahrt bereit. Vorsicht, wo ist Ratchet? Ich muss mehr mit meiner Fähigkeit arbeiten. Alter! Praktisch. Oh. Und du auch. Was? Von wo? Ey. Was davon, wenn du mich dummer Autoschrott nennst? Dummes Decepticon. Das könnten wir brauchen. Okay. Was passiert da? Könnte mal wieder ein bisschen live gebrauchen. Da. Wenn man sagt, kommt so. Aber nicht bei Mike. Aua. Heckenschützen. Drei Schuss, ey. So, jetzt haben wir noch Raketenwerfer wieder. Ziemlich praktisch, hat man dafür
gegen Lufteinheiten. Wenn die Gegner Fahrzeuge sind, werden die natürlich anvisiert. Wahrscheinlich sehr praktisch. Und der Raketenwerfer ist auch generell stark. Hätte ich auch nie gesehen. Der Aufzug ist da drüben. Bewegung. Bewegung, ja, ich bin. Oh. Scheiß Sieger. Folge. Klar, immer gerne. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Double. Ich mag es, wenn zwei mit... Aua. Noch mehr Sieg, oder was? Nee. Set die ganze. Ja, immer gern doch. Checkt euch nicht. Sonst kriegt ihr meine Axt zu spüren. So, gehen wir mal nach. Laut den Bauplänen ist der Sendekontrollraum am oberen Ende des Aufzugs. So, ich habe jetzt das Gefühl, ich spiele schon fast 2 Stunden. Das ist eine Endmission. Optimus, pass auf. Starscream ist zu deiner Position unterwegs. Wir wollten ihn aufhalten, aber Silverboat und ich haben schwere Schäden erlitten. Okay. Bring dich in Sicherheit, Jetfire. Du hast schon mehr als genug getan. Autobots, seid auf der Hut. Starscream ist ebenso gefährlich wie verräterisch. Auch nur okay. Freies Schussfeld. Das ist das Lustige bei Decepticon. Hast du. Dann hat man da den ersten Boss-Battle. In der zweiten Mission hört man es gleich in der ersten. So, das brauchen wir nicht. Kommen dort hinten. So. Wollt ihr euer wertvolles Netz wiederherstellen, Autobots? Wie jämmerlich! Du hast Verbrechen gegen Eierkopf begangen. Oh, Alter! Zeit, dass du dafür bezahlst. Oh, das glaube ich kaum! Waff dich, grüß auch schon. Ich löse dich auf! Autobots, zusammenbleiben! Du kannst dich nicht mit dem Tempo und der Kraft von Stars. Alter, wenn du das zu. Komm runter. Alter. Mach ruhig, Junge. MP. Verlangt.
Wo ist er denn? Hier ist live. Boah, Alter, Wichser! Oh. Ja gut, ich glaube übersprungen. Alter! Wichser! Der macht Damage! Optimus! Nicht! Ich leite dich aus! Autobots! Zusammenbleiben! Alter Schwede. Aber jetzt schon, oder? Wie frisch, oder? Ich sage mir jetzt wirklich der bescheidenste Gegner ever. Doch sorry, dass ich zu leise bin, weil ich muss mich hier. Ich muss mich hier wirklich konzentrieren, dass ich den auch treffe. Weil er so schnell ist. Sigarne. Und auch so der heftig Schaden macht. Der hat ja auch eine Shotty, ist klar. Oh. Jetzt haben wir gleich, jetzt haben wir gleich, jetzt haben wir gleich, jetzt haben wir gleich. Jetzt darf ich nicht nochmal sterben. Boah. Boah! Kurz vor knapp, ey. Wir sehen uns wieder, Autobots! Das ist ein Versprechen! Flieh, du gelblackierter Feigling! Gute Arbeit, Autobots! Lasst uns die Verteidigung der Stadt organisieren. An alle, die dies empfangen. Hier spricht Zeta Prime. Ich werde in Megatrons Kaon-Gefängniskomplex gefangen gehalten. Prime ist intakt. Ratchet, verfolge das Signal und verstärke es. Bin dran. Lade wichtige Informationen, die den Autobots helfen könnten, den Krieg zu gewinnen. Beeilt euch. Ich weiß nicht, wie lange ich noch... Optimus, wir müssen los! Wir müssen Zeta Prime retten! Das war nicht Zeta Prime, Optimus. Niemals. Die Nachricht trug seine einmalige Datensignatur, Ratchet. Möglich, aber wir beide haben gesehen, was Megatron ihm angetan hat. Das übersteht niemand.
Wenn auch nur die geringste Chance besteht, dass Zeta noch existiert, müssen wir handeln. Optimus, das ist eine Falle. Das musst du doch wissen. Das Risiko müssen wir eingehen. Halte durch, Zeta, mein Freund. Ich habe einen Plan. Okay. Ja, würde ich sagen, haben wir das jetzt Kapitel 6 geschafft. Und das erste Kapitel von der Autobots-Kampagne. Nächstes Mal geht's dann in Kapitel 7 weiter. K.O.N. Gefängnisausbruch. Bis dahin sag ich auf Wiedersehen, abonniert, liked, wenn euch gefallen hat, oder schreibt einen Kommentar, was ich vielleicht noch verbessern könnte. Und bis dahin sage ich tschüssi.